Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu PUBG auf der Xbox One X und das an diesem wunderschönen Donnerstag, liebe Freunde. Noch ein Tag, ist schon wieder Wochenende, Vogelmann. Noch ein Tag. Was sagst du da dazu? Ah ja. So, liebe Freunde, ihr habt ja gesehen. Was hast du nur auf dem Kopf? Mann, erschreck mich nicht. Ich habe gerade den Balken weggemacht und auf einmal, bäm, steht da so ein Körpersgrübchen da. Geht ja mal gar nicht. Wir werden heute wieder im Du spielen, hast du verstanden? Was war das letzte Folge? Was war das mit dieser Person? Diesen Menschen? Das war ja Dieser grausam. Conny. Ja, Conny, Alter. Ich den Namen schon wieder höre, ich kotzen, ey. Sofort immer, wenn ich irgendwo auf der Straße laufe und Conny höre, muss ich brechen. Ich einfach brechen. Gut, dass es so wenige Menschen gibt, die Conny heißen. Ach doch, Conny Reimann, Conny und Cornelius, Conny und Conny konnte kaum knödeln. Ich weiß es nicht. Vogelmann, helf mir doch mal. Ich habe nur zugehört, was für Ja, Connys du aber kennst. du kriegst doch mit, dass mir nichts mehr einfällt. Da musst du reinspringen, da musst du sagen, irgendwas Lustiges, ich weiß es nicht. Sowas wie Hubbelibu. Weißt du? Nein, ich sage, ey, ich kenne keine Connys. Ja, nee, damit machst du es hier viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. So, wir müssen heute ein bisschen Gas geben hier im PUBG. Wir haben ja die Ansprüche hier am Montag schon ganz schön hochgelegt. Da haben wir ja wieder Croissant Royale gespielt. Für alle da draußen, die es nicht gesehen haben, einfach nochmal die Montagsfolge anschauen. Und heute geht es jetzt hier quasi mit PUBG weiter und wir hoffen, dass wir da ähnlich gute Erfolge verweisen. Aber ich weiß nicht, ich komme einfach mit den Gunbay. Mit den Gunbay. Gunbay, weißt du, warst du auch schon mal in Gunbay? Ich war in Michael Bay, da war ich. Ja, oder? In Gunplay mit Michael Bay. Mann, das Gunplay. So. Ich weiß nicht, kommt mit dem Gunplay tatsächlich irgendwie ein bisschen geiler klar bei Croissant Royale. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Pokémon. Ich sag mal so, ich habe immer hier das Gefühl, wir brauchen 1000 Schüsse für die Leute und die brauchen nur einen Headshot bei uns machen und dann sind wir weg. Ja, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir scheiße sind in PUBG. Weißt du, wir haben jetzt über 130 Folgen PUBG. Vielleicht sollten wir in Ruhestand gehen. Sagen, nee, das war's. Mehr geht nicht mehr. Du kannst deine Abonnenten ja mal fragen, sollen wir noch PUBG bringen? Oder du? Ich meine, das Ja, das ist. Problem ist, die gerne PUBG bei mir schauen, das sind die auch nicht so stark kommentieren oder auch, du kannst es auch nicht mal an Likes messen, weißt du? Das ist ja das Schwierige dran, ne? Jetzt könnten vielleicht meine Beliebsten oder meine Treuesten. Abonnenten, die von Anfang an dabei sind, die eigentlich fast überall Treuesten. kommentieren, also seid erstmal gegrüßt, alle Mann da draußen. Respekt erstmal dafür. Die könnten jetzt schreiben, ja, nö, kannst jetzt langsam aufhören mit PUBG. Aber dann sagen sich die 180, 200 Mann da, die anderen, die nie kommentieren, nö! Mach doch sowas nicht, ich will das gucken! Ja, es ist irgendwann, ich sag mal, irgendwann ist ja bei jedem Spiel immer die Luft Ja, raus. irgendwann hat alles. Ach so, Nach du springst links, nach raus, links. Alter. Können wir uns mal bitte kommunizieren? Wo bist du hingesprungen? Links. Können wir mal bitte kommunizieren miteinander? Siehst du? Und genau das Problem haben wir bei Croissant Royale nicht. Wir werden random irgendwo hingesteckt auf die Map und Action. So. Mama mia hier. Wo willst du hin? Da unten hin oder was? Ich flieg ein bisschen weiter. Ja, genau. Oh, ich flieg weiter. Ja, machst du? Ja, ich fliege jetzt hier in dieses kleine Dörfchen da. Sonst fliegst du ja mal so weit. Oh, Ach heute komm, hatte ich warte. mal Lust, Ich trenne. Eher Ich komme mit zu abzuspringen. dir. Komm, ich komme mit zu dir. Ich bin ja nicht so. Bombenlandung. Ich sollte vielleicht immer einfach später rausspringen als du. Dann fliege ich auch mal so weit. Ein Erfolgserlebnis. Ja. Sonnechi fliegt weiter. Hashtag Sonnechi fliegt weiter. So. Was ist denn das hier? Ach so. Nehmen wir mal. Das fühlt sich auch nach Croissant Royale so ein bisschen zäher an, ne? Was ja nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Ja, So. wechsel doch zu der Waffe. Ich kann zweimal dieselbe Waffe aufgezogen? Nee. Nee. Hab ich nicht. Zähle ich denn doch? Hast du immer einen Rucksack rumfliegen? Nee, leider nicht. Bin auch noch am Suchen. Wir scheinen aber zumindest im Kreis drin zu sein. Ja gut, ist auf der Map jetzt auch nicht Ah, schwierig, ne? Rucksack. Läuft. So, das nehmen wir mal mit.
Hier liegt noch ein Helm. Hier ist ja Helmpflicht, davon nicht vergessen. Noch ein Helm, Stufe 2. Läuft. Ich nehme wieder 9mm mit. Brauche ich überhaupt 9mm? Nö. Falls du 9mm brauchst, ich habe am Start, ne? Ist ja geil, ich behalte die Maske auf, wenn ich einen Helm aufsetze. Wieso war das sonst nie? Wusste ich jetzt nicht, aber. Also, kannst du mich ja mal angucken. Also, ich würde jetzt fast behaupten, auch wenn ich mal derjenige bin, der alles vergisst in diesem Spiel, ja, würde ich fast behaupten, das war schon immer so gewesen. Du Affengesicht! Hör auf zu schießen! Was ich wieder leiden kann hier, ey. Du wolltest ja gerade schon ja hier ein bisschen dich hochprofilieren, dass du gerade sagst, hey, ich vergesse in diesem Spiel so viel. Aber der Vogel, Mann, deswegen wollte ich jetzt mitten erschrecken. Wow! Wow, Hilfe, nein, der Toni schießt auf mich! Das war ganz schön laut, die Waffe, oder? Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab direkt von der Anlage gehört, okay, der Toni schießt gerade auf mich. Ja, das ist einfach zu einfach gewesen. Das Geile ist, jetzt wissen alle, sind alle wieder alarmiert. Ach, das sind die zwei Idioten auf der Map. Ach, die sind wieder da. Ach, die schießen mal wieder um. Herrlich. Gefundenes Fressen. Mal zwei Visier. Das knall ich mir mal auf der AKM drauf. Meine M16 ist echt gut ausgerüstet. Ein schönes Visier und dann bin ich zufrieden. Ich hätte noch... Achso, okay, das brauchst du sicherlich nicht. Oh, mal sechs Visier. Echt, ja? Ja. Hast du wieder den geilen Shit am Start? Aber 9mm brauchst du nicht, ne? Sagst du. Brauchst du nicht. Ah, hier ist mal zwei Visier, ne? Ja, dann nehme ich das auch noch mit. Dann tausche ich das jetzt auch gegen das hier. Und dann könnte ich das ja auch nicht rausschmeißen. Brauchst du einen Kompensator? Für DMR-SR? Nee. Schade eigentlich. Dann verkaufe ich es auf eBay. Das ist gut. Hinten ist ein PC im Dorf. Ja. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie hier der WLAN ist, aber... Ich vermute mal, das läuft. Ich will wieder durch Fenster hier ran. Natürlich. Hast du irgendwie sowas wie Granaten oder sowas am Start? Rauchgranaten. Rauchgranaten? Na gut, das ist nicht so der Burner. Ne. Oh, ein Schalldämpfer für die Vector. Du spielst die Vector? Ja, jetzt Helmstufe 2, falls du brauchst. Das ist gut, hol ich mir gleich. Mal 4 Visier. Geil. Oh, mein Telefon klingelt schon wieder. Ey, leck mich doch am Arsch hier, ey. Jetzt nicht, mitten in der Aufnahme hier. Mama mia. Mama mia. So, Medikit. Hier ist noch ein Rucksack. Hä? Und sagen wir. Was du das? Du denn? Was denn? Ich hätte schwören können, das Geräusch vom Laufen von dir war gerade von einer komplett anderen Richtung. Warte. Habe ich recht? Ey, habe ich mich gerade geirrt? In dem Haus müsste jetzt einer drin sein. Ich gucke an die Fenster. Ich sehe nichts. Nebelst du gerade? Ja, ich habe da gerade eine Rauchgranate reingeworfen, damit er sich ja auf das einstellen kann. Ich glaube, da ist keiner. Vogelmann. Ich muss da gleich mal reingucken. Das lässt mich jetzt nicht in Ruhe, ich muss da jetzt einmal rumgehen. Ja, ich guck von der anderen Seite. Ich glaub's nicht. Nee, alles gut, dann habe ich's mal eingebildet. Ja, wie gesagt, ich habe auch gerade die Geräusche gehört, die... Du hast gehört, ich habe gesehen, was ist hier los? Ja, ich sag da, jetzt sind wieder die Geister am Start. Mit ihrem Weißbrot. Visiere werden wir ja heute aber ein bisschen verwöhnt, kann das sein?
Ich habe jetzt für die Vector mal 3, für meine M16 habe ich mal 6, also. So ausreichend. Oh Mann, Vogelmann, hör auf damit. Ich wollte nur die Waffe testen. Ja. Du springst raus, schießt in die eine Richtung. Ich denke, da sind Feinde. Kannst du Das nicht fand ich bringen. jetzt gut. Das kannst du nicht bringen. Das geht gar nicht. Nee, 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 Ja, nee, nee, Ghost Town. 2-0. nee. Okay. Auf Richtung Kreis. 52 noch am Start. Und es regnet. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall da. Ja, die Atmosphäre ist auf jeden Fall da, sagt er. Ich finde Regen immer schön im Spiel. Das beruhigt mich immer sehr. Ich mag das auch. Also eigentlich, es gibt kein Spiel, wo ich Regen nicht mag. Ich finde zwar ganz schön affig, dass wir einfach hier geradeaus hindurchlaufen, aber naja. Achua. Die geht schon. Wo In werfen den das Zeiten, wo Flugzeug wir ab? Vielleicht vorsichtiger könnten waren, wir das mal nehmen da war es zum. Ah, ist einfacher. zu weit weg. Ich würde aber weiter vom Bootcamp weg, ne? Wollen. Siehst du was, was ich nicht sehe? Einfach immer ein bisschen ruhiger sein, ne? Ich sehe was, Wir was müssen du uns nicht jetzt mal siehst, und das ist abwechseln. grün. Ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche, so. Achso, okay. Dann wird's schwer. Das ist immer geil, weißt du? Ich finde auch, ich finde das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst, macht einfach viel mehr Spaß, wenn man das mit Farblinden spielt. Das finde ich auch. Das ist so erhöhter Schwierigkeitsgrad, weißt du, so Pro-Gaming. Nee, nee, komm, echt jetzt? Nee, lass nicht fahren. Wir sind im Kreis drinne, bisher haben wir keinen Krach gemacht. Das wäre doch jetzt Quatsch, das Ding zu nehmen, oder? Oder? Na, ich weiß nicht, ich will in die Mitte fahren. Warum? Wie weit ist denn? Die Map ist doch klein. Ach Mann. Das wird doch wieder nichts. Ich sehe es doch jetzt schon wieder. Ich glaube es nämlich auch. Das wird jetzt wieder so ein Das Ritt in den Auto. Tod. Die lauern da oben, ich spüre das. Oh, diesmal bist du sofort rausgekommen. Ja, hat geklappt. Heute. Oh, hier ist ein großes Visier, mal 4. Ja, habe ich ja auch schon. Achso, dann könnte ich das gegen meine Vektor austauschen. Ein größerer Rucksack, das wäre noch gut. Was haben wir hier rumfliegen? Auch nichts für den Vektor. Guck. Hallo. Ah! Ab, Mann! Du hast mich verletzt. Echt, ja? Alter, du machst voll auf uns aufmerksam. Hast du verstanden? Hör auf damit. Ich Hast du habe was zum Heilen anscheinend oder einfach. brauchst du was? Kann ich dir nicht sagen. Ich hätte noch Sachen am Start. Ich kann dir auch einen Energy Drink geben, wenn du willst. Das ist gut. Energy ist immer gut. Warte. Der müsste ja eigentlich für die Scheiße ausreichen, ne? Nee, ja, noch besser. Guck mal. Schmerzmittel. Noch besser. Finde ich sogar auch gut, weil Energy hatte ich schon. Ich Ah. wollte nur, dass du mir was Besseres gab's. Ja gut. Dann bist du ja jetzt wieder voll. Warte mal, was sagt denn die Karte jetzt? Naja.
Ne? Sieht ganz gut aus. Ja, ich würde auch sagen, lass weitergehen. Ist halt hier immer schwierig zu überblicken durch die Hügel, ne? Ja, so ein bisschen, aber hinter Felsen. Aber konnte man nicht auch einstellen, dass er automatisch läuft und man einfach bloß, wie war denn das? Mir läuft automatisch, drück mal einmal drauf und dann läuft er. Nee. Ich drücke? Nee, meiner bleibt stehen. Also ich drück einmal drauf und halt den Controller nach oben, ne? Also so meine ich. Nee. Ich meine schon, einmal automatisch laufen, also so, dass du nicht nach vorne drückst. Faulstück. Ich bin der Meinung, das ging. Türen sind offen? Naja. Also mach vorsichtig. Drüben gegenüber von dir ist auch offen. Okay. Bei dir alles sicher? Bei mir ist alles sicher. Jetzt hat auch der Regen aufgehört, ne? Manu. Manu. Mr. Sandman. Bring me your dream. Bom, 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 bom. Was ist denn das da unten? Was machst du da eigentlich? Damit mich keiner sieht. Ja, ist total unauffällig. Hast du da drüben mal das Haus abgecheckt, da oben? Nee. So, ich renne jetzt raus. Scheint aber da oben jemand zu sein. Und Stufe 2 und 3 Rucksack, geil. Voll cool hier irgendwie so unter der Pergola, ne? Ich mag das auch hier sehr gerne. Ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht, ne, bei der Pergola? Doch, waren wir. Nee, Attila nicht. Doch, frag mal. Waren wir noch nie? Die werden sie sagen. Die werden sie sagen. Ah. Hinter uns? Und vor uns, ne? Das ist da oben irgendwo. Ja. Ich gehe mal zum Ausguck. Ich habe aber irgendwie die leise Ahnung, dass da oben welche sind. Ja, ich würde da jetzt nicht unbedingt an den Ausguck gehen wollen. Ich laufe so ein bisschen rum, ne? Ja. Vorsicht bei den Türen. Alter, warum legt er sie nicht hinter, Idiot? Was blockiert denn hier? Der Stein. Na, ich war 2 Meter neben den Stein. Und dann dein Gesicht. Warte mal, habe ich da gerade was gesehen? Nö. Welche Richtung? Ach, du bist mein Feind, ey. Ich würde dich. Ich guck ab und zu aus dem Fenster. Ab und zu hat mir gefallen. Ja. Der Herr guckt ab und zu aus dem Fenster. Bisschen für Verwirrung. Da, sorgen. Ich sehe welche. Auf 265. 165 ist da. Da läuft gerade so ein Berg hoch.
Braune Weile der Schuss besser ankommt. Kannst du sehen? Ja, ich sehe ihn. Haben verletzt? Ich kann mich immer noch nicht hinlegen. Was blockiert denn hier das Liegen? Willt ihr mich verarschen? Deine Schuhe. Ist doch scheiße, ey. Siehst du noch? Nee. Der hat sich, wo ich ihn getroffen habe, eine Ecke verdrängt. Ich kann mich nicht hinlegen. Jetzt. Oh, es lebe das Hinlegen. Boah, du wirst so ein guter Abschuss, Mann. Toni. Bitte? Du wirst so ein guter Abschuss für mich. Ich weiß, ne? Wow, oben Stein. 285. Stein. Und links 85, davon. Gut. Bekriegen sie sich gerade. Ah, ich sehe schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Schüsse nicht ankommen. Ah, okay, das macht natürlich viel Sinn. Ach. Die sind weiter runtergelaufen, kann das sein? Einen habe ich erwischt. Denk an den Kreis, ne? Ja. Was heißt erwischt? Liegt der down oder was? Nee, also Blut, also nur Blutfleck in die Luft geschossen. Weiter Richtung Kreis, was meinst du? Oder noch warten auf die zwei Idioten? Ich leg mich auf den Felsen hier kurz. Oh! Von wo bist du jetzt gestorben? Hinter, bei dir, direkt bei dir. Ich bin tot. Bleib da liegen. Ne, geht nicht, die Wand kommt gerade, ich muss gerade rennen. Ich renne jetzt gerade voll Richtung Feinde. Ah, fuck. Lachst du jetzt? Ich hab die falsche Tasse getroffen, lache nicht. Von wo sind sie? Ich kann bei dir nur das sehen, was du siehst. Das ist ein Croissant Royal. Ja, eine braune Tasse. Ich muss da jetzt irgendwie hoch. Aber wie? Mit einem Energy Drink. Denn wir wissen alle, Red Bull verleiht Flügel. Das will ich jetzt sehen. Und mein Telefon klingelt schon wieder. Ey, meine Güte. Nur noch 9 am Leben. Die Wand kommt. Rennen oder rennen? Ja, was soll die Frage? Ich muss rennen. Bin ich drin? Nee. Hä? Welchen zuerst, Vogelmann? Scheiße. Hör auf zu lachen. Ach ja. Scheiße. Ach. Diese Dreckschrotflinte. So ein Mist. Naja, immerhin sind wir wieder Platz geworden. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht hier im PUBG. Es war Spannung, war auch noch da.
Was war mal mehr? Der Vogelmann hat einen Lachanfall gekriegt. Mein Telefon ist auch hier ständig am Wimmeln. Freunde, ich würde sagen, das ist eine gelungene Folge. Und damit verabschieden wir uns natürlich auch jetzt wieder an diesem wunderschönen Donnerstag. Lasst es kracken. Wir sehen uns morgen nochmal zu einem Let's Play. Da gehen wir nochmal spaßig ins Wochenende. Und ja, ich sage wie immer Dankeschön an den Vogelmann. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, für eure Unterstützung auf meinem Kanal. Bis dahin, haut rein. Euer Sonnigy und natürlich auch der Vogelmann. Ach, ein Traum. So. Und jetzt sind wir raus.